Die ersten Minuten im Leben eines kranken Neugeborenen sind entscheidend. Wenn in diesen Momenten das Baby optimal versorgt wird, hat es gute Chancen zu überleben. Das Bakırköy Dr. Sadi Konuk Lehr- und Forschungskrankenhaus in Istanbul ist eine Anlaufstelle für Risikoschwangere. Werdende Mütter aus der gesamten Türkei kommen in das 380-Betten-Haus in der 13-Millionen-Einwohner-Metropole. Rund 2.800 Kinder erblicken jährlich in dem Lehrkrankenhaus das Licht der Welt. 9% davon müssen nach der Geburt reanimiert und stabilisiert werden. Die räumliche Situation in der staatlichen Klinik ist nicht optimal. Kreissaal und NICU sind mehrere Stockwerke voneinander entfernt. Wertvolle Minuten können verstreichen, wenn kritische Neugeborene erst transportiert werden müssen, bevor sie stabil sind. Dr. Özgül Salihoğlu, leitende Oberärztin in der Neonatologie, hat ein Konzept entwickelt, das dieses Problem löst. Nun werden Neugeborene mit einem kritischen Gesundheitszustand bereits in einem Seitenraum des Kreissaals mit einem Dräger Resuscitare reanimiert. Erst wenn sie stabil genug sind, werden sie auf die Intensivstation für Früh- und Neugeborene verlegt und dort überwacht. Die Ergebnisse des innovativen Kreissaalkonzepts mit Hilfe des Dräger Resuscitare sind erfreulich. Die Sterblichkeitsrate im NICU konnte auf zuletzt 4,6% verringert werden. Dr. Özgül Salihoğlu. Insgesamt wurden 259 Babys reanimiert. Und 91% von diesen haben überlebt. Das ist eine sehr wichtige und erfreuliche Zahl. Ohne die Auto-Breath-Funktion des Resuscitare wäre der Anteil der geretteten Fälle eventuell niedriger ausgefallen. Die Klinikleitung lobt die Arbeit im Kreissaal und auf der Kinderintensivstation. Krankenhausleiter Dr. Zafer Çukurova. In Istanbul gilt unsere NICU unter der Leitung von Frau Dr. Özgül als ein Referenzzentrum. Nahezu die gesamte Anästhesie und Intensivmedizin ist in der Istanbuler Klinik mit Trägergeräten ausgestattet. Was assoziiert Dr. Zafer Çukurova mit dem Partner Träger? Güven. Vertrauen.